Osterübersicht, verosterte Osterübersicht, mit Eiern die Osterübersicht. Der Hase kommt und bringt euch Süßigkeiten und der Fahrhang nicht. Hahaha, verwirr nicht. Ah, bah, Osterübersicht, verosterte Osterübersicht, yeah, verosterte Eierübersicht. Mit Fahrhangseiern, die wir dahin suchen. Ja, das ist kein Wortspiel. Nein, nichts dreckiges Denken, ihr Schweine. Pfui. Hallöchen! Ja, schönen guten Tag. Jo, ja, es ist jetzt ja Ostern. Ich heiße euch recht herzlich willkommen im neuen Jahrtausend, wo man wieder Ostern schön feiert. Denn wir werden, ja, das hatte ich jetzt schon angekündigt, aber jetzt kommt die endgültige Hallo und dann treffen wir uns Ansage. Denn wir, was heißt wir? Ich weiß nicht, wie viele kommen. Und ich kann nicht unendlich Eier mitbringen. Aber lasst mich erstmal zu Ende reden. Ja, denn ihr habt mich ja auch gerade so krass unterbrochen. Also, jetzt haltet mal schön die Schnauze und hört zu. Ich, der liebe Max, der liebe Funk, will nämlich für euch am Sonntag, am Ostersonntag, ist es, ja, genau, richtig, am Ostersonntag will ich für euch nämlich Eier verstecken. Nicht virtuelle, sondern reelle Eier, die wir dann zusammen, zumindest in Berlin, suchen können. Was heißt zusammen? Ich werde keine Eier suchen. Ich werde dastehen und sagen, warm, kalt, kalt, warm und darüber lachen, dass ihr euch dumm und dämlich sucht, weil ich gar keine Eier versteckt habe. Nein, ich werde schon welche verstecken. Aber ich weiß halt nicht, wie viele kommen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass nicht so viele kommen, weil wie gesagt, es lohnt sich, das habe ich auch schon mal gesagt, es lohnt sich dafür nicht unbedingt extra teuer nach Berlin zu fahren. Jetzt zum Beispiel auch von, sagen wir jetzt, Leipzig oder Hamburg, ist ja ein bisschen weiter weg, aber kann man immer noch günstig nach Berlin kommen. Aber ich würde sagen, es würde sich nicht lohnen, denn A, es fängt um 11 Uhr an und B, es geht ungefähr nur 2 Stunden. Ich möchte nur mit euch so ein bisschen Ostern feiern, ich möchte so ein bisschen mal Ostern was machen, mal was fernab von dem scheiß Internet, dass wir auch mal rausgehen. Das Wetter ist zwar scheiße, aber das ist doch auch egal. Hauptsache, wir sind mal draußen und machen irgendwas Schnickes. Und ja, das möchte ich sehr gerne machen. Meine Katze hinter mir spinnt gerade. Hast du meinen Schal entdeckt? Ja, du liebst meinen Schal. Nein, was ist das denn? Was ist denn das? Was hast du? Die Katze hat irgendwas. Miete, Piet. Was ist da? Ich guck's mir gleich an. Eventuell eine große, eklige Spinne. Töte es. Danke, Katze. Ja. Und da nämlich treffen wir uns und spielen Katze. Ich guck da jetzt gar nicht mehr hin. Es tut mir leid, dass es jetzt unterbrochen wurde, aber es ist hier halt alles live, ne? Es ist im Studio, der Teleprompter gibt mir auch nur den Text vor. Nein, also Treffen ist am Sonntag, dem Ostersonntag, den 31. Ist, bin ich jetzt richtig damit? Moment. Dem 31.03.2013 ist der Ostersonntag und da treffen wir uns um 11 Uhr am Friedrichshainer Stadtpark in Berlin. Und zwar die genaue Station. Haha, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Da gehe ich doch mal. Scheiß, wie heißt die? Wo ist denn das Streckennetz? Moment, Google. Boah, tolle Aufnahme hier. Ja, ansonsten ist alles die Katze, der geht's gut. Ich hoffe, ihr feiert ansonsten ein sehr schönes Ostern. BVG Streckennetz Bahn. Tram, dann Tram, genau. Das hätte ich sehr gerne bei Bilder. Dann muss ich jetzt noch ein bisschen rumwuseln suchen. Warum gibt's hier kein gutes Streckennetz? Das ist die S-Bahn, das will ich nicht. Schnellbahnplan von RMV? Ich fick die Henne. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Station heißt. Ich meine auf jeden Fall mit der Linie 20 zwischen Kniebrode Straße und Brenn, nein, und genau, zwischen Danziger Straße, Ecke Kniebrode Straße und Danziger Straße, Petersburger Straße. Da gibt's eine Station, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Dort treffen wir uns. Schreibt, also jemand, der aus Berlin kommt, schreibt mir das bitte in die Kommentare und dann werde ich das ganz groß markieren und hier und dass es jeder sofort in den Kommentaren lesen kann, wie die Station heißt. Dort treffen wir uns. Ihr erkennt mich an meinem Aussehen. Ja, egal welches Wetter, egal welche Bedingungen, ich werde diese Eier dann schon vorher versteckt haben. Dann gehen wir in den Friedrichshainer Stadtpark, wie kleine Kinder, denn ich mag das altmodisch. Und dann suchen wir meine Eier. Ja, da ich eh keine habe, wird das eine kurze Suche. Nein, ja, also ich werde jetzt einfach mal so ad hoc 30 bis 40 Eier färben und dann auch verstecken. Ich hoffe einfach mal nicht, dass mehr Leute kommen. Also das wäre gruselig.
Ja, und dann können wir uns da alle noch schön hinsetzen. Wer will, kann ein Bierchen mitbringen, sodass wir schön gepflegt um 12 Uhr mittags ein Bier trinken, wie es sich für echte Berliner gehört. Ja, so ist das hier. Und wenn er will, kann er mir auch ein Bierchen mitbringen. Das wird jetzt ein Problem, weil wenn mir dann jeder ein Bier mitbringt, habe ich 30 Biere und ich sterbe. Toll. Aber Katze! So, das ist mein Plan. Ich wiederhole nochmal und ich schreibe es auch unten in die Beschreibung rein. Der Plan ist Sonntag, 11 Uhr. Die Station mit der Linie 20 zwischen Kniebrode Straße, Ecke Danziger Straße und Danziger Straße, Ecke Petersburger Straße. Die Station dazwischen halt, die ich auch noch sagen werde, irgendwie dann. Dort treffen um 11 Uhr, dann Eier suchen, das alles geht bis ungefähr 13 Uhr, weil dann werde ich auch Ostern mit meiner Familie feiern, also werde ich dann nach Hause fahren. Und ihr könnt auch selber wieder nach Hause fahren. Ich sage, wie gesagt, nochmal, es lohnt sich nicht unbedingt dafür nach Berlin zu fahren, aber ich werde eventuell, sofern wir das schaffen irgendwie und sofern die Qualität gut ist, das alles auch aufnehmen und eventuell auf YouTube hochladen, so ein kleines Ostern mit Funkel. Sofern ihr nichts dagegen habt. Das heißt, wenn ihr dann kommt, dann solltet ihr auch nichts dagegen haben, dass ihr eventuell in einem Video zu sehen seid. Das, ja. Gut, das wäre die Sache. Ansonsten, ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen. Was heißt wichtig? Genau, Streams. Haha, Stream, Stream, Stream. Es gab jetzt ja ungefähr einen Monat lang keinen Stream. Das war ja, ich werde sterben. Ich fang ich weg. Kein Stream. Es wird jetzt wieder Streams geben. Ab dem April. Ja, 1. April, witzig, Max. Nein. Wird's wirklich geben, will ich auch, weil Stream ist geil, macht Spaß und ja. Und es wird natürlich nicht die League of Legends Streams geben, sondern, so wie ich es auch wirklich beim letzten Mal, die letzten Male immer geiler fand, die schönen Retro-Game-Streams. Das heißt, wer sich auf League of Legends gefreut hat, tja, für Pech gehabt. Aber ich mache lieber dann das Retro-Gaming und dafür dann halt auch irgendwie. Ja, weiß nicht, also neuer Name dafür, The Retro Gaming Guy oder so. Ne, ist gar nicht mal so schlecht. Retro Gaming Guy. Naja, mal gucken. Aber gibt's bestimmt schon. Ist trotzdem ein guter Name. Patentiert auf mir. Okay. Ja. Das auf jeden Fall, und da würde ich einfach. Ich sag jetzt pauschal, das ist jetzt noch nicht versprochen. Nicht, dass dann wieder Leute kommen. Du hast es aber versprochen! So Dienstag. Dienstag, das heißt der 2. April, weil wenn ich jetzt sage, am 1. April streame ich, dann glaubt's ja eh keiner. Da ich also so am Dienstag streame. Ja. Ansonsten dann halt am Mittwoch. Und aller spätestens am Donnerstag. Also, pff. Und dann wird Ninja Gaiden endlich weitergekackt. Und dann endlich mal hoffentlich was anderes Schönes, weil danach will ich was Schönes spielen. Wirklich was Schönes. Oh, was Schönes. Es gibt so viele schöne Spiele und ich spiele immer den größten Kack. Naja. Ja, ansonsten der liebe Alligator und der liebe Saffe haben ein Rap-Battle gegeneinander und der liebe Sui gegen den lieben. Ach Gott, er ist so unwichtig, dass ich seinen Namen vergessen habe. Das war mein persönlicher Diss gegen dich. Ich glaube, das war der liebe Igel oder der liebe Drago. Ich bin mir gerade unsicher. Gegen einen von beiden auf jeden Fall. Ich glaube, es war der Igel. Gegen den lieben Igel hat auch der Sui einen schönen Diss gemacht. Da könnt ihr einfach reingucken, euch euer eigenes Bild machen. Ja. Ansonsten, was gibt's noch zu empfehlen? Weiterhin meine schöne Playlist auf Groove Shark für die Retro-Gaming-Musik oder generell für die Musik aus Videospielen. Die Liste wächst jetzt hoffentlich dann in Zukunft immer weiter. Ich hatte halt wegen der Beerdigung oder wegen den Vorbereitungen für die Beerdigung meines Onkels und wegen den ganzen rechtlichen Sachen, die da waren und allen möglichen Scheiß und der da noch ist, hab ich hier einfach und haben wir auch noch weiterhin sehr viel zu tun. Das ist alles nicht so einfach und das ist auch alles nicht so schön, aber. Warte, muss, das muss. Jo, aber sowas kommt leider mit dem Tod einher, dass der Staat da nochmal schön sagt. Geld, Geld, was? Mittelklasse und Unterklasse wird immer, der Abstand davon wird immer größer. Wie kann das denn passieren? Verstehe ich nicht. Ich bin der Staat und übrigens will ich für diese Nachricht 500 Euro Minimum. Nur mal so, ich hasse unseren deutschen monetären Staat. Aber das ist egal. Ich liebe dafür Berlin. Und die deutsche Sprache ist eine schöne Sprache. Ja, das wär's, glaube ich, soweit. Ich hab bestimmt wieder alles vergessen. Aber ist ja auch egal. Jupp, wir sehen und hören uns dann bei den Let's Plays, jo. Oder dann beim Stream. Oder wir sehen uns zum Eiersuchen. Und was eigentlich ganz cool wäre, das wäre, wo könnte man das machen? Irgendwo so eine.
Ah, genau, auf Facebook. Kann einfach irgendjemand auf Facebook, der Facebook hat, dann so eine Art Liste erstellen von wegen Leute, die auf. Ach, schreibt es einfach unter dem Video in die Kommentare rein, dass ihr zu diesem Osterscheiß kommt, weil dann kann ich ungefähr auch einplanen, wie viele kommen. Also ich möchte da einfach den Überblick behalten, weil wenn das echt zu viele werden, dann huiuiuiuiuiui. Huiuiuiuiui. Mehr Eier als 30 oder 40 werde ich aber nicht machen. Das tut mir leid. Also, es kostet erstmal, dann das Färben dauert. Gut, also Eier kosten jetzt nicht so viel. Aber dann das Schleppen wird auch nochmal anstrengend. Aber naja. Gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Geschenke nehme ich gerne entgegen. Haha, ist ja Ostern. Also, ich kann es mir erlauben. Battle Royale. Gut. Schönes Osterfest euch. Genießt die Tage. Und noch schöne Ferien. Ich glaube, viele von euch haben Ferien. Ich hätte es auch gerne mal wieder. Gibt's nicht. Habe ich nicht. Naja. Liebe, Liebe und Popiepe, Piepe. Was sagt man zu Ostern eigentlich so? Gibt es irgend so einen Osterspruch? Warte mal, ich google mal ganz kurz. Ach, Google ist so gut. Wisst ihr, das solltet also viele von euch, die immer so komische Fragen stellen, die sollen einfach mal Google öfter benutzen. Ostersprüche. So, was haben wir denn für einen Osterspruch? Ich wünsche dir ein wunderschönes Osterfest. Oh, ist das rührend. Gibt es auch irgendwelche richtigen Ostersprüche? So Ostergrüße. Gucken wir mal. Ich möchte euch irgendwas Schönes geben. Endlich ist es Osterzeit, es wird langsam wärmer. Auch der Osterhase ist bereit und bald um viele Eier ärmer. Ach komm, noch eins, weil's so geil ist. Eier entdecken und manchmal auch mehr. Kinder machen Osterbeute. Ach, wenn doch öfter Ostern wär. Ja, die wären ja mal besser. Komm, noch eins, eins noch. Der Osterhase hat's getan, dacht, dass die Eier sicher waren. Sie waren auch nicht schlecht versteckt, und doch die Kinder haben sie entdeckt. Er versteckt sie nun wohl nicht mehr dort und sucht sich einen besseren Ort. Gibt's nicht irgendwie wieder so ein Pedo-Ding wie Klingglöckchen? Naja. Ein wunderschönes Osterfest. Ich hab euch lieb, piep, piep, piep. Wer zuerst aufgegessen hat, ist Kaiser. Oh, wer spielt das Spiel von euch mit seinen Eltern oder Großeltern? Wer zuerst aufgegessen hat, ist Kaiser. Das müsste eigentlich alles sagen. Ich glaube, das kennt keiner. Das mache nur ich mit meinen Großeltern, glaube ich. Gut, bis dann. Ich laber zu viel. Naja, Fang Royal over and out.